Wir sind jetzt gerade hier in der Marina, Camperpark Marina Port Zelande angekommen. Und das hier ist der relativ neue Stellplatz. Ziemlich groß, ich weiß gar nicht, so 60, 70 Wohnmobil oder so. Hier ist so ein kleines Duschhaus, WC, alles dabei. Ja, und hier einmal rum, wie gesagt, relativ groß der Stellplatz. Relativ teuer, sage ich mal, 35 Euro plus Kurtaxe, aber dafür ist auch alles inklusive, Strom, warme Duschen, Ver- und Entsorgung natürlich. Ja, gucken wir mal, wie es uns hier gefällt. Hier vorne am Eingang gibt es so einen kleinen Kastenautomat. Wir haben schon online reserviert. Und hier kann man halt sehen, wie viele Plätze das sind. Und dann kann man am Automaten sich einen Platz aussuchen und mit Karte bezahlen. Und wie gesagt, wir haben das schon online gemacht. So, und hier haben wir zwei Bahn-, Ver- und Entsorgungsstationen. Mittig angebracht, naja gut, wird schon irgendwie klappen zum Entsorgen und Wasser gibt es dann halt auch. Und hier ist dann das Sanitätsgebäude. Ja, und hier auf der Rückseite kann man die Chemietoilette entsorgen. Wir können ja mal gerade reingehen. Hier ist, kann man abwaschen. Hier vorne sind Abwaschplätze. Hier ist Toilette für die Herren. Gegenüber Toilette Damen und hinten sind die Duschen, die auch alles hier im Preis inbegriffen sind. So, so sehen auch die Duschen aus. Alles sehr nett gemacht hier. Dann sind wir den kurzen Fußweg zum wirklich riesigen Strand gelaufen. So, hier stehen wir jetzt gerade an dem Yachthafen der Marina Port Zelande. Ja, hier stehen jede Menge Schiffe, Yachten. Ganz hinten, das ist der Center Park Port Zelande. Ja, hier stehen die dicken Yachten. Schon ganz schön was an Schiffen hier. Ja, hier nochmal ein Stück weiter der Yachthafen und das Yachtclub gehört natürlich auch hierher.
So, wir sind nochmal hier am Abend an den Strand gegangen. Hinten ist noch ordentlich Party. Unser Hund macht Krach hier auf diesem endlosen Strand. Warten jetzt gleich auf den Sonnenuntergang. Ja, ein bisschen dauert es noch. Genau, und der Hund flitzt. Der Hund flitzt und freut sich. Hier, guckt euch doch mal diesen Sandstrand an hier. Ist ja wie in St. Peter-Ording. Endlos herrlich. Ja, wunderschön. Abendstimmung. Da hinten ist Party. Wir werfen lange Schatten. An der Hütte ist nicht mehr viel los da hinten. Ja. Einmal rum. Und unser Hund verleibt sich da im Seetang. Das ist eine Marke. So, heute Morgen ist es ein bisschen bewölkt. Ich drehe mit dem Engels die Runde. Hier ist so ein Losloppgebiet. Oberhalb vom Yachthafen kann man die Hunde frei laufen lassen. Ist ja auch schön. Ja, ist nicht ganz so sonnig heute Morgen. Aber heute Nachmittag soll es schön werden. Dann gehen wir wieder am Strand. Stürmisch ist es heute Morgen. Ja, aber es ist noch warm genug, um draußen zu frühstücken. Da wir zu Hause das Speiseöl vergessen haben, sind wir schnell rüber in den Centerpark gelaufen, der hier auch gleich um die Ecke ist. Weil da gibt es immer einen kleinen Mini-Market, da kriegt man so das Notwendige. Ja, zum Centerpark gehört auch wohl so ein Aquapark für die Kleinen zum Rumhüpfen. Dahinter wieder der Yachthafen, wo der Stellplatz dazu gehört. Ja, und das sind die Häuschen vom Centerpark. Kleiner Ausflugdampfer liegt hier vor Anker. Und ganz hinten, das ist der sogenannte Market Dome vom Centerpark. Ja, hier sozusagen das Zentrum von dem Centerpark. Wir wollen nur ein bisschen was einkaufen hier. Und hier kommt noch irgendwie so ein Free-Jump-Turm. Kann man von ganz da oben auf so ein Luftkissen runterspringen. Heute ist dafür zu windig wohl.
Am Nachmittag sind wir bei schönem Sonnenschein nochmal an den Strand, aber es waren nicht viele Sonnenanbeter da. Es war einfach viel zu windig. Aber ich habe die Chance genutzt und habe mal den Drachen steigen lassen. Und nach dem Sandpeeling haben wir uns ins Wohnmobil zurückgezogen und dort den Abend verbracht. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, heute ist ein bisschen schattig, wie man sieht. Die letzte Nacht hat es auch ordentlich geregnet. Ja. Gestern war generell ein ganz komischer Tag. Es war eigentlich sonnig, aber unheimlich windig. Also wir sind an den Strand gegangen und sind da eigentlich nur gepielt worden vom Sand. Ich habe ein bisschen Drachen steigen lassen können. Es ging schon gestern ganz früh morgens los, um 6 Uhr morgens haben wir schnell die Markise reingeholt. Die hatten wir nämlich draußen gelassen und weil es so stürmisch wurde, wurde uns einfach zu riskant. Trotz Sturmleine haben wir uns gedacht, nee, die holen wir lieber mal rein. Ja, und wie gesagt, jetzt hat es heute Nacht angefangen zu regnen. Heute Nachmittag soll, glaube ich, die Sonne aber noch rauskommen. Morgen soll es noch mal einen schönen Tag geben. Hoffen wir mal, dass wir noch einen netten Strandtag dann morgen haben. Ja, so ist der Plan. So. Unser Frühstück mit frischen Brötchen und Croissants. Für den heutigen Tag war eine Fahrradtour geplant. Oben auf dem Brauwersdamm geht ein sehr schöner Radweg entlang. Und der führt zur Nachbarinsel zum Ort Rennesse. Wer ist das Rennpferd hier? Etc. Yes.
draußen in der Sonne. Wir haben nochmal am Strand geschaut, aber es war immer noch viel zu windig, um sich dorthin zu legen oder ins Wasser zu gehen. Daher haben wir einen kurzen Abstecher zum Grevelingenmeer gemacht, zum dortigen Segel- und Surfzentrum. Auf dem Weg dorthin hat uns eine alte Dampflok überrascht. Hier am Grevelingenmeer war der Wind tatsächlich etwas erträglicher und die Leute hatten Spaß bei allen möglichen Wassersportarten. Ja, ich drehe gerade meine Abendrunde mit Engis und morgen gehen unsere 4 vorreservierten Tage hier im Camperpark Marina Port Zelande zu Ende. Ja, der Stellplatz, der hat uns sehr gut gefallen, ist mit insgesamt gut 40 € die Nacht natürlich auch nicht gerade günstig, aber es ist all inclusive, ne? Also Strom, WC, warme Duschen, abwaschen kann man hier, ein super WLAN, ist halt alles dabei. Was will man mehr? Ja. An sich hat es uns gut gefallen. Wir hatten relativ gutes Wetter. Das soll heißen, wir hatten eigentlich schon viel Sonne, aber der Wind. Wir sind vorgestern weggeblasen worden. Das hat uns überhaupt nicht gefallen. Und auch gestern und noch heute, es ist immer nur Wind. Es ist Wind, Wind, Wind. Man kann es am Strand nicht aushalten. Man kann sich da nirgends hinlegen. Es macht einfach keinen Spaß. Ja, und deswegen haben wir uns auch entschieden, weil das Wetter wohl auch nicht anders werden soll, wir fahren morgen weiter Richtung Frankreich. In die Bretagne wollen wir nochmal. Da soll das Wetter auf jeden Fall ein bisschen besser werden. Was den Wind betrifft, weiß ich nicht so. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, so windig wie hier, das
es geht uns allen auf die Nerven. Ja, naja, gut. Also, morgen geht's weiter Richtung Frankreich. Wahrscheinlich werden wir noch eine Zwischenübernachtung machen müssen, also mit Sicherheit sogar, weil bis an die Küste der Bretagne von hier aus, das sind bald 900 Kilometer, das ist ein bisschen viel für einen Tag. Ja, dann schauen wir mal, wo wir uns dann für eine Zwischenübernachtung wiederfinden. So. Dann sehen wir uns in der Bretagne wieder. Bis dann, ciao. So, Engels, lass uns eine Runde gehen, komm. Guten Morgen, Leute. Ich weiß nicht, ob man mich versteht. Es ist natürlich wieder windig. Es war ganz nettes Wetter, aber sehr, sehr windig. So, noch die Morgenrunde und dann wollen wir weiter Richtung Frankreich.